Moin moin Party People und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Zwischenprojekt. Ich weiß nicht, wie häufig das kommen wird. Ich weiß auch nicht, wie es bei euch ankommen wird. Aber wir spielen Euro Truck Simulator 2. Einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Auf sowas muss man stehen, das muss man ganz klar sagen. Das ist das Spiel, wo ich bei Steam die meisten Spielstunden drauf habe. Und ja, ich habe einfach mal ein neues Profil für mich angelegt und möchte mit euch ein bisschen durch die Gegend fahren. Ja, wie ihr hier schon seht, wir sind die Pnyxcore Logistik AG. Ich wollte eigentlich GmbH schreiben, aber ich konnte nur GM schreiben, so viel Platz war nicht. Das sind wir. Bisschen durchgeknallter Kopf. Und eigentlich wollte ich das Tutorial, oder habe ich gesagt, wollen Sie das Tutorial spielen? Habe ich Nein geklickt. Ich habe trotzdem scheinbar ein Tutorial, weil ich direkt den Auftrag habe. Ich meine, das ist jetzt nur von Frankfurt nach Frankfurt. Aber es ist von Frankfurt nach Frankfurt. Ich dachte, wir könnten so direkt so in die eigenen Spielzüge, sage ich jetzt mal, einsteigen. Eine Sache will ich noch gucken. Das im Hintergrund sieht doch schöner aus. Das sieht schöner aus. Eine Sache möchte ich noch gucken. Die Bußgelder nehmen wir raus. Weiß ich nicht. Das macht dann... Halt, ich versuche mich schon an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten, aber... Das finde ich manchmal echt doof, weil manchmal sieht man die Schilder erst nicht so schnell, kann man gar nicht reagieren, das ist Quatsch. Natürlich die Müdigkeit lassen wir drinnen. Die Warnung, dass die Geschwindigkeitsüberschreitung da ist, die lassen wir auch drinnen. Ansonsten will ich gucken, was die Regenwahrscheinlichkeit angeht. Ich mag Regen in diesem Spiel überhaupt nicht, deswegen mache ich die aus. Die Zeitzonen sind deaktiviert, das bringt mich nur durcheinander. Zufällige Straßenereignisse, die mache ich immer ganz gerne. Die nehme ich mal ein bisschen höher. Umleitungen, mittlere Stufe, können mir lassen. Schwierigkeit parken. Ja, einfaches Parken. Ich weiß, viele sagen, oh, du, man muss doch auch richtig einparken, dann man muss doch eine Simulation draus machen. Nein, ich mache auch die Bußgelder raus, also mache ich aus Parken raus. Beziehungsweise mach's auf einfaches Parken. Getriebeart einfache Automatik. Ich habe zwar ein Lenkrad und Gas- und Bremspedal, aber ich habe zwar auch eine H-Schaltung hier. Aber die funktioniert irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Dann muss ich mir mal angucken, wie man das richtig einstellt. So. Den Geschwindigkeitsbegrenzer lassen wir aktuell noch drinne. Ja, ansonsten glaube ich, können wir die Einstellungen so stehen lassen und einfach mal direkt anfangen, loszufahren. Das Einzige, was ich noch machen muss... Ah, nee, das war das Falsche. Das ist den Sitz einstellen. Ich sitze in dem Spiel ganz gerne so weit hinten wie möglich. Sodass man jetzt hier gerade so... sozusagen der Bildschirm am unteren Teil des Lenkrades aufhört. So spiele ich ganz gerne. Es ist jetzt ein Light Truck, wahrscheinlich dürfen wir das bei den Light Trucks jedes Mal einstellen. Da vorne geht's raus. Weil das, glaube ich, bei Light Trucks nicht gespeichert wird. So. Und da kommt keiner. Ah, jetzt habe ich mich auf der Taste verklickt. Na super. Geht ja gleich gut los. So. Hier ist 60, das stellen wir doch gleich mal Tempomaten auf 60 ein.
Und Freunde, wir sind ja gleich schon da, ne? Das ist ja wirklich so eine ganz kurze Tutorial-Mission. Ja. Nichts Weltbewegendes. So, hier wird er 50 sein, ganz genau. Was mich aktuell nur ein bisschen wundert. Wo ist der Verkehr? Wir müssten doch auch Autos durch die Gegend fahren. Da muss ich jetzt gleich nochmal, liebe Freunde, in den Einstellungen nachgucken. Weil das sollte er natürlich nicht sein. Lass mir hier. Dass wir hier keine Autos auf der Straße haben. So. Frei wie der Wind. Vielleicht können wir uns jetzt dann einen eigenen Auftrag aussuchen. Dies ist deine Firmenzentrale. Ach, wir sind übrigens, habt ihr jetzt bestimmt schon gesehen, vielleicht habe ich es auch schon erwähnt, in Frankfurt am Main angesiedelt. Eine sehr schlichte Garage, nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Das stimmt. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du hier auch keine LKW sehen. Okay. Hast du erstmal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück. Vielen Dank. So, liebe Freunde, das ist ja schon gleich richtig, dass wir hier im Menü sind. Weil, was ist mit dem Verkehr? Ah, wo haben wir den Verkehr stehen? Das soll definitiv nicht sein. LKW-Einstellung ist Quatsch. Regionale Einstellung ist auch Quatsch. Nee. Ach so, was ich auch noch machen möchte, ist Navigation. Moment mal. Finde ich das denn? Das habe ich letztes Mal schon gesucht, das weiß ich. Nur wo war es? Freunde, es tut mir jetzt sehr leid. Aber irgendwo hier bei den Gameplay-Einstellungen muss es ja sein. Konvoi-Einstellung, schnelle Antworten. Hä? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Ah, ich weiß warum. Wir müssen jetzt erstmal ohne Autos auskommen, weil ich glaube, ich in den Konfigurationen ein bisschen rumgespielt habe im Editor und da die Fahrzeuge ausgestellt habe, wo wir mit SpedV, also der Core TV und noch andere angefangen haben. Ändert nichts daran, dass ich beim Navi gerne eine Stimme haben möchte. Ach, das ist jetzt egal, oder ist das bei Audioeinstellung? Navi-Sprachausgabe aktivieren, ja. Auf Deutsch, der Karl. Los. Genau. Keine Ahnung. So. Tut mir jetzt schon mal. Oh, wir haben eine E-Mail gekriegt, Leute. Brandneue Volvo-LKW eingetroffen. Sehr geehrte Damen und Herren, als zertifizierter Händler von Volvo-LKW bieten wir Ihnen eine große Auswahl unterschiedlicher Ausführungen und wir können darüber hinaus individuelle Anpassungen vornehmen, die keine Wünsche offen lassen. Besuchen Sie doch einmal unsere Ausstellungsräume in Nürnberg. Die Zugmaschine, von der Sie schon immer geträumt haben, können Sie hier hinter unseren Türen erwarten. Könnte Sie hier hinter unseren Türen erwarten. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Volvo-Händler. Ja, das ist ja sehr nett, die E-Mail. Dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt einen schönen, schnellen Auftrag von Frankfurt nach Nürnberg bekommen. Ja, da war doch schon Nürnberg. Kann man hier
entweder Traktoren liefern, gehen am Anfang mal auf beste Preis pro Kilometer. Das wäre in dem Fall 1960, das ist noch der beste Preis. Nürnberg. 1960 ist der beste Preis. Dann nehmen wir doch die Traktoren. Von Frankfurt am Main nach Nürnberg. Obwohl wir uns ja, glaube ich, auch gar nicht so richtig die Ausstellungsräume angucken können. Weil wir natürlich, hier wird wahrscheinlich der Volvo-Händler sein, gar nicht in Nürnberg reinkommen. Naja, sei es drum. Aber dann könnten wir vielleicht den nächsten Auftrag dann von Nürnberg annehmen. Zeit zu gehen. Sozusagen auch da als, dass wir sozusagen on the road sind. Weil wir könnten jetzt theoretisch, wenn wir das wollen würden, wieder, obwohl wir das in Nürnberg abgesetzt haben, unsere Fracht, können wir den nächsten Auftrag wieder in Frankfurt am Main starten. Das finde ich immer ein bisschen doof, weil wir nicht dann wieder zurück nach Frankfurt gekommen, ne? Gut, nach Autos brauchen wir jetzt tatsächlich nicht Ausschau halten. Weswegen ich da einfach drauf losfahren werde. So. Und 60. Jetzt bin ich doch der Meinung, dass ich doch ein bisschen zu weit vorne sitze. Naja, sollte nicht weiter schlimm sein. Ich kann nur den Tacho nicht so gut sehen. Aber alles Wichtige habe ich ja auch auf meinem Navi rechts unten stehen. Boah, wir mussten uns mal ein bisschen runterregulieren mit dem Retarder, dass wir hier tatsächlich nur 60 fahren, so wie erlaubt ist. Die Sache ist, wir haben ja auch die Bußgelder ausgestellt, ne? Theoretisch könnten wir jetzt über rote Ampeln fahren. Machen wir nicht. Denn wir sind ja gute Bürger. Auch wenn wir nicht Gefahr laufen, dass uns irgendjemand anders entgegenkommt, von der Seite kommt, wie auch immer. Warum fahre ich jetzt nur 55? Wir brauchen nicht Angst haben, dass uns jemand von der Seite überrascht oder wie auch immer. Weil wir halt eben ganz einfach keine anderen Autos aktiviert haben, ne? Deswegen ist das Ganze nicht so wild. Ich bin aktuell am Überlegen, wie ich dieses Projekt hier angehe. Es ist ja etwas, wo man nicht allzu sehr übers Spielgeschehen sprechen kann hier. Ob ich mir für jede Aufnahme so ein paar Themen raussuche, ein bisschen was erzähle über die ganzen Sachen, oder ob das vielleicht sogar ein bisschen stummer wird, das Let's Play. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die man machen kann, denn ich persönlich nutze dieses Spiel eigentlich grundsätzlich zur Entspannung. Ich finde das absolut entspannt, hier mit dem LKW durch die Gegend zu fahren und Ware von A nach B zu bringen. Ich spiele das auch gerne online. Von da bin ich es auch gewohnt, dass keine anderen Autos da fahren. Deswegen ich jetzt auch gerade erstmal gar nicht so verwirrt war am Anfang. Direkt. Aber mit Autos wäre schon cooler. Muss ich mal gucken, ob ich diese Einstellung nochmal irgendwie finde und die dann rückgängig machen kann. Ich spiele unglaublich gerne, wie gesagt, online dieses Spiel. Dann auch gerne mit dem Core TV oder noch anderen, die teilweise auch schon in den Videos dabei waren. Aber doch auch oftmals alleine. Und das benutze ich halt, wie schon gesagt, einfach nur. Nächst rechts abbiegen. Dankeschön für den Hinweis, Klaus. Unser Navi Klaus. Biege nach rechts ab. Danke. Einfach nur
um runterzukommen. Weil ich das schön entspannt finde. Klar hast du Onliner wieder den einen oder anderen, die mutwillig in dich reincrashen. Die sind glücklicherweise, wie ich finde, deutlich weniger geworden im Vergleich zu früher. Also, das ist wirklich wesentlich angenehmer. Aber hin und wieder passiert das auch nochmal. Da willst du wirklich nur einen ruhigen Abend dir machen, wo du einfach mal hier ein Rundchen spielst, um runterzukommen. Und dann sind da solche Volltrottel dabei, die dir den kompletten Spielspaß halt eben. Ich weiß auch nicht, was das immer soll, aber es gibt halt eben solche Menschen. Sollen sie es machen? Aber können sie, wenn sie hier unbedingt crashen wollen, nicht einfach Wreckfest oder sowas spielen? Ich weiß nicht, muss das? Also, ich finde das so, so Quatsch einfach. Ne? Naja. Wir werden das alle nicht ändern können, diese Leute wird es immer geben, aber ich habe so das Gefühl, dass da die Admins auf den Online-Servern und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Danke. Dass da die Admins auf den Online-Servern doch hinterher sind. Nimm die Ausfahrt rechts. Dass diese Menschen halt eben sofort gebannt werden, beispielsweise. Bitte rechts halten. So. Hier ist 50. Oder habe ich ein bisschen zu weit abgebremst? So. Bitte links halten. Das mache ich doch. So, Traktoren transportieren wir. Was haben wir nochmal in diesem ersten kleinen Tutorial-Auftrag transportiert? Waren das Baumrinde? Oder Sägespäne, Sägemehl? Irgendwie sowas, ne? Okay, das Gras wächst hier schon auf der Autobahn. Auch nicht schlecht. Ja, wie vorhin schon gesagt, vielleicht lasse ich das Ganze ein bisschen stummer angehen. Ich weiß es noch nicht. Aktuell habe ich jetzt für diese Folge keine irgendwie Themen oder sondergleichen vorbereitet, weil ich halt eben auch die Einleitungsworte sprechen wollte, viel über das Spiel als solches, meine Erfahrung bisher damit. Aber ich habe mir halt eben jetzt nichts vorbereitet, worüber man sonderlich sprechen könnte, sollte, müsste. Am heutigen 18.03. ja, allgegenwärtig natürlich in den Nachrichten. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Aber das wollen wir hier nicht weiter thematisieren. Da hört ihr an anderen Stellen schon die ganze Zeit genug darüber. Oder was weiß ich, Corona. Da hört man schon überall genug darüber. Das brauchen wir hier in so einem Let's Play nicht zu vertiefen und nochmal aufzukauen. Das ist dann auch einfach too much. Und das hier soll zur Unterhaltung dienen oder zur Entspannung, je nachdem wie man es anlegen möchte. Und da soll man nicht über den Ernst des Lebens unbedingt nachdenken, während man sich dieses Video anschaut. Das muss, glaube ich, nicht sein. Deswegen wir da nicht drüber reden, denke ich. So, wir sind jetzt auch gleich da. Unten rechts auf dem Navi sieht man schon, dass dort die Zielfahne, die rote Fahne ist. Jetzt hinterm F5-Sign verschwunden. So, oh, wir sind ein bisschen schnell. Mal runterhalten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Ja, das machen wir doch, kein Thema. Danke, Navi Klaus. Nimm die Ausfahrt rechts. Den nächsten.
zunächst links abbiegen. So. Der LKW ist nicht ganz so stark. Der hat schon ein bisschen zu kämpfen hier mit dem Berg. Oh, hier ist grün. Oh, gelb geht noch. Da können wir noch drüber fahren. So. Da im Hintergrund sehen wir den... Ich glaube, das ist der Nürnberger Fernsehturm. So wie in Berlin der Fernsehturm. Hier halt eben der aus Nürnberg. Und dann die Ausfahrt rechts nehmen. So. Fahren wir doch mal hier von der Autobahn runter. Genau. Demnächst rechts. Oh, hier ist 60 dann. Alles klar. Aber hier oben ist auch rot. So, dann warten wir hier mal an der Ampel, bis es grün ist. Auch wenn, wie schon gesagt, keiner kommt. Dein Vorteil, wir brauchen uns jetzt hier beim Abbiegen nicht nochmal gesondert umzugucken, ob da vielleicht doch jemand von der Seite angeschossen kommt. Das brauchen wir jetzt nicht machen. Denn es wird keiner kommen. Definitiv nicht. So, dann sind wir jetzt wohl am Ziel angekommen. Demnächst rechts abbiegen. Und wollen dann mal bei der Firma eAcris abladen. Hier werde ich mal gucken, ob ich noch irgendwelche Real Company Mods und sowas finde und installiere. Und nochmal was Schönes aus dem Workshop ziehen kann. Das weiß ich aber noch nicht, was ich da mache. Schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt, würde ich sagen. So, damit sind wir jetzt auch am Ziel. Frankfurt am Main nach Nürnberg. Keine Probleme gab es auf der Reise. Und wir haben direkt ein Level Up. Sehr schön, wir sind jetzt Level 1 und nicht mehr Level 0. Das ist ja schon mal sehr schön. Und da können wir direkt hiermit anfangen, unsere Fähigkeiten zu leveln. Also, ich bin in der Vergangenheit immer wie folgt vorgegangen. Von oben nach unten. Erst die Reihe voll, dann die Reihe voll, dann die Reihe voll und so weiter. Auch hier habe ich nicht die Unterscheidung gemacht, weil hier könnte ich jetzt direkt das hier nehmen. Theoretisch. Wie kriege ich das jetzt wieder hier raus? Achso, Doppelklick. Nee. Also nochmal anklicken. Ich könnte aber auch direkt das nehmen oder ich fange auch wieder vorne an. Das werde ich nämlich auch. Ich werde das genauso machen, dass wir dann jetzt zum Beispiel bei den explosiven Stoffen Dynamit, Feuerwerkskörper oder auch Munition fahren können. Und das wenden wir einfach mal direkt an. Wir haben noch eine neue E-Mail gekriegt. Benötigen Sie Geldmittel? Wir können helfen. Da wollen Sie uns ein Darlehen anbieten, damit wir uns unseren ersten eigenen LKW kaufen können. Da kommen wir gegebenenfalls drauf zurück. Ich würde jetzt erstmal noch so ein paar Touren ohne Darlehen fahren. Aber da können wir ja jederzeit bei der Bank anfragen. Hier nämlich können sagen, okay, 400.000 kriegen wir noch nicht. Aber 100.000 Zinssatz 18% lassen sich ja ganz schön gut bezahlen, ey. Heftig. Wir können auch weniger nehmen, aber wir werden erstmal gucken, dass wir uns ein bisschen ein kleines Sümmchen zusammensparen. Dann vielleicht einen Kredit aufnehmen, um uns davon einen schönen LKW zu kaufen. Da müssen wir uns dann halt eben auch nochmal in den Autohäusern umsehen, was alles möglich ist, was alles gekauft werden kann. Aber das sehen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt, würde ich sagen. Denn hier würde ich heute die Folge beenden wollen. Das war so eine kleine Einleitung. Wir haben ein bisschen in den Einstellungen verbracht. Sind zwei Touren gefahren. Ich sage jetzt mal eine richtige und eine ganz minimale. Auch die... entschuldige bitte. Oh, ich bin ein bisschen müde. Auch die richtige in Anführungsstrichen war jetzt eine recht kurze. Aber das wird sich in Zukunft sicherlich ändern. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß.
Sagt mir mal, ob ihr interessiert seid, dass ich dieses Projekt so ein bisschen weiterführe. Wenn ihr keine Folge und dann mehr verpassen wollt, auch andere Projekte sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Über einen Like würde ich mich auch sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ihr Partypeople, ne? Bis dahin. Ciao.